Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge, und zwar geht es heute um Azog der Schänder. In den Kommentaren hat es nur so geprieselt und jeder sagt, komm, mach mal bitte Azog den Schänder, denn den kennen wir ja alle aus den Hobbit-Filmen und deswegen denken viele, na, der ist ja ganz schön cool und das sieht auch cool aus. Ich sag mal so, mein Geschmack ist ja jetzt nicht so hundertprozentig, ich stehe doch mehr auf den Hexenkönig mit seiner Power als auf Azog, ne? Denn im Buch ist die ganze Sache mit Azog ein bisschen anders abgelaufen als im Film, ne? Weil im Film wollte bestimmt Peter Jackson ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Spannung reinbringen und auch, ja, generell ein bisschen mehr Aufregung, ne? Und das ist ja auch nicht schlecht, ich will darüber nicht meckern, der Film ist klasse und da will ich nichts Falsches dagegen sagen. Aber dennoch, im Buch ist alles anders abgelaufen. Azog ist als Spezies ein Gundabad-Ork. Man vermutet sogar ein Uruk. Geschlecht ist er männlich, Geburt ist unbekannt, Tod ist 2799, drittes Zeitalter, Heimat ist der Gundabad und Moria, Beruf Ork-Häuptling oder Anführer und Zugehörigkeit, er gehört zu den Orks und zu Saurons Armee, also ist er der Diener von Sauron. Also, Azog kennen wir ja, ist ein bisschen einzigartig zumindest, denn er ist ein großer weißer Ork, der ziemlich stark gebaut ist. Und das ist ja für einen Ork, sag ich mal, nicht so üblich, ne? Ein stark gebauter Ork, wann sieht man denn mal sowas? Vielleicht ein Uruk, aber Azog ist einfach zu stark gebaut. Übrigens ist er der Vater von Bolg, das wissen wir auch aus der Hobbit-Film, ne? Deswegen würde ich da nichts anderes sagen, weil Bolg kennen wir ja auch aus den Hobbit-Filmen, der stirbt ja durch Legolas. Auch im Buch läuft das ein bisschen anders ab, über den werde ich auch mal ein Video machen, auf alle Fälle. Azog regierte nämlich um das ganze Nebelgebirge, also größtenteils war er Moria, aber er hat auch über das ganze Nebelgebirge regiert, ne? Also sozusagen für Sauron ist eine große Befehlsgewalt gewesen, ne? Und Sauron konnte sich eigentlich auch immer auf ihn verlassen. Dennoch war er nicht der höchste Diener von Sauron, das muss ich jetzt nochmal sagen. Auf Befehl seines Meisters besetzte Azog mit seinen Orks das Nebelgebirge und die alte Zwergenhauptstadt Moria. Als 2770 drittes Zeitalter der Drache Smaug den Erebor eroberte und das Volk der Zwerge heimatlos machte, kehrte der Zwergenkönig Thror mit Nar nach Moria zurück und sind dann in die Mine sozusagen eingetreten und haben Thror sozusagen wurde gleich überrascht von Azog und wurde enthauptet. Nar haben sich sofort geschnappt und den haben sie dann sozusagen zum Geldbeutel von Thror gegeben und haben ihn dann zurückgeschickt zu den Zwergen, damit die Zwerge sehen, aha, es ist soweit, Thror ist tot und Moria gehört den Orks. Diese Nachricht verbreitete sich sehr schnell unter den Zwergen. Das wissen wir, dass die Zwerge sehr aggressiv werden, wenn es um ihre Könige geht, die von Orks umgebracht werden. Denn Zwerge und Orks, ja, das ist so eine Sache, ne? Auf alle Fälle ist es so weit gekommen, dass die Zwerge dann einen richtigen Grund hatten, Orks zu hassen, so richtig zu hassen. Also, was macht man damit? Natürlich. Damit war das Durins Volk sozusagen so provoziert, dass er einfach dorthin marschieren wollten und einen Rachefeldzug durchführen wollten. Sie haben sich vor der Orkfestung, also am Schattenbachtal-Tor, haben sich versammelt alle und wollten dann gegen die Orks kämpfen und so ist es auch natürlich gekommen, dass sie gegeneinander gekämpft haben. Azog ist ja ein bisschen, sag ich mal so, arrogant. Er denkt auch, nur weil er groß ist, kann er den Schacht bis oben hin aufreißen. Aber das stimmt nicht, ne? Denn Azog muss bedenken, er hat auch so seine Tücken und Schwächen. Denn jetzt kommen wir so richtig, das kennen wir ja alles aus der Hobbit-Film, da will ich nichts sagen. Aber jetzt kommt erst der richtige Buchteil. Und zwar, Azog kämpft unerbittert in der Schlacht und ich sag mal so, von deinen, den zweiten, wird der eigene Vater sozusagen erschlagen, also nein. Und das passt natürlich Dain, den zweiten, überhaupt nicht. Und er schnappt sich einfach die nächstbeste Axt und schlägt Azog den Kopf ab. Ne? Also man merkt schon, im Film Hobbit war es anders. Da hat Thorin ihm den Arm abgeschnitten. Ne? Hier ist es anders gewesen. Hier hat Azog den Vater von Dain, den zweiten, umgebracht, also nein. Und daraufhin wurde dann Dain aggressiv, hat die nächstbeste Axt geschnappt und hat Azog den Kopf abgeschlagen. Und somit war natürlich Azog gleich rum. Im Film der Hobbit ist das ein bisschen anders. Wie gesagt, da wird der Arm abgeschlagen, da wird er zurückgetragen nach Moria und dann kommt er immer ab und zu und will halt unbedingt Thorin töten. Ne? Hier im Buch ist es so, dass er auf der Schlacht Thorin töten will, schafft es aber nicht, aber tötet, also bricht Nein das Knick. Und das sieht natürlich der Sohn, also Dain der Zweite. Und daraufhin erschlägt er Azog sozusagen und schlägt ihn den Kopf ab. Als kleiner Straffeldzug, sagen wir mal so, haben sie Azogs Kopf genommen und haben auf dem Pfahl aufgespießt
zur Schau gestellt und in den Geldbeutel sozusagen, den sie nah zurückgeworfen hatten, also von Thor, haben sie ihm ins Maul gestopft. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber ja, da sieht man mal im Buch, die Buchfassung ist ein bisschen anders, ne? Aber auch nur ein kleines bisschen. Nee, es ist schon viel anders. Denn hier stirbt Azog sozusagen direkt in der Schlacht vom Schattenbachtal-Tor. Und deswegen ist das ein bisschen anders als im Film. Aber Peter Jackson wollte ja im Film noch viel spannender machen und ich habe auch nichts dagegen. Hauptsache, es kommen überhaupt Tolkien-Filme raus. Darum geht's mir ja, ne? Mir ist alles recht, Hauptsache, es kommt überhaupt was raus. Bei Herr der Ringe habe ich es ja auch verkraftet, dass Tom Bombadil nicht dabei war. Naja. Auf alle Fälle merkt man da schon mal den Unterschied, denn jetzt fragen sich manche, wie geht das dann in der Hobbit-Trilogie weiter, wenn, also diejenigen, die Bücher nicht gelesen haben, da spielt mehr Bolg eine Rolle, ne, als Azog, weil Azog ist ja tot dann. Ich glaube, der kann ja nicht aus dem Grab verstehen und kann dann hier wieder weiter angreifen. Nein, Bolg spielt dann eine größere Rolle in der Hinsicht. So, deswegen ist auch die Biografie von den lieben Azog ein bisschen kürzer geraten und nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem ein Video drüber machen, weil sie es einfach oft gewünscht worden ist. Das mache ich auch. Gut, das wäre es auch dann gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren wäre klasse. Und liken wäre natürlich noch auch ganz klasse. Und weiterempfehlen wäre natürlich auch super. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Da sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss und bis bald.